Rose Fröhlich, echter Patientenfall, Döner, abnehmen, hilft der Döner? Was würdet ihr sagen, ihr Lieben? Schreibt mir mal in die Kommentare, was am Döner gut und ja, vielleicht gibt es auch etwas, was nicht so gut ist. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Hilft es beim Abnehmen, beim Zunehmen? Was ist da sozusagen möglich? So, ihr Lieben, ich bin Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis, Theodore Fröhlich. Und ja, ich hatte eine Familie in der Beratung mit mehreren Kindern, Jugendliche, das heißt Alter so 14, 15, 16, tatsächlich ne, so in der Hierarchie ungefähr, kann jetzt auch noch ein Jahr dazwischen gewesen sein, wo die große Frage hochkam, Gewichtsveränderung. Also es gab jemand, der sollte in Richtung Gewichtsabnahme gehen, in dem, der Familienmitglieder war aber ein Erwachsener. Dann war es so, dass bei den Kindern unter 18 sowieso nur normale Mischkost stattfindet. Also man an der Stelle jetzt nicht irgendwas an Diäten macht, weil unter 18 nichts Diät ist die Empfehlung. Dann war es so, dass die Jugendlichen sehr gerne, das war immer Streitgespräche in der Familie, genau, ne, Döner, Gyrosfleisch essen. Und da so ein bisschen die Frage war, was ist jetzt möglich? Für die Gewichtsabnahme und wir hatten noch ein Kind dabei, was sogar sehr schlank war, wo so ein bisschen diskutiert wurde, dass es den Muskelaufbau bzw. das Gewicht aufbauen sollte. Es war nicht dramatisch und der Kinderarzt hat da mal so vorsichtig vorgehorcht und genau, es war auch eine jugendliche Person in diesem Fall. So, was macht man, wenn so viele Sachen zusammenkommen? Es gab bei den Erwachsenen noch eine Diabetesstruktur im Hintergrund, bei der Mutter in diesem Falle. Das heißt, was machen wir jetzt, wenn so viele multiple Sachen da sind? Fettleber oder sowas gibt es ja auch ganz häufig oder jemand hat noch Blutdruckveränderungen. Was ist da mit Döner? Also, erstmal muss man sagen, sind ja solche Sachen Dinge, die zur Lebensqualität gehören, wenn man sie essen mag, wenn man sie geschmacklich mag. Und es ist so, dass man heute nicht in die Verbote geht, sondern eher in die Portionsgröße. Bei der Portionsgröße, wenn ich ins Restaurant gehe oder wenn ich am Imbiss bin und lasse mir das geben, dann habe ich ja immer zum Beispiel eine Teigtasche und das Fleisch da drin. Es gibt jetzt die Möglichkeit, wenn es um Abnahme geht, Gewichtsabnahme, dann ist es immer sinnvoll, dass man die Kohlenhydrate reduziert. Dieses Fladenbrot hier hat, Leute, erschreckt nicht, tatsächlich, mal gucken, ob ich euch das zeigen kann, und zwar 20 Würfelzucker. Das heißt, die Stärke an der Stelle von dem hellen Brot, damit ihr eine Vorstellung habt, wie viel da drin ist, wird sozusagen zu Zucker. Und zwar bei Diabetespatienten, ich bin ja Diabetesberaterin, sind das ungefähr 5-6 KEs. Eine KE, also eine Kohlenhydrateinheit, sind in der Regel immer für die Vorstellung 10 Gramm Kohlenhydrate, 4 Würfelzucker. Und wenn wir 5 KE haben, also 5 mal 4 Würfelzucker oder 5 mal 5, ne, je nachdem wie viel Kohlenhydrate es insgesamt sind, haben wir tatsächlich zwischen 20 und 25 Würfelzucker. Das heißt, dieses normale Fladenbrot, das Mehl da drin, ist ja auch helles Mehl, das wird am Ende schnell zu Zucker, das macht auch diesen Blutzuckeranstieg, was wir immer so kennen. Und an der Stelle ist es für die Gewichtsabnahme nicht förderlich, weil wenn ich viel helles Mehl, hellen Zucker, also Zucker daraus wird sozusagen, nicht hellen Zucker esse, sondern aus dem Mehl Zucker wird, dann steigt der Blutzucker an, Insulinkaskade kommt hinterher und immer dann, wenn wir von der Bauchspeicheldrüse, eine höhere Insulinausschüttung haben, ist es schwieriger, das Körperfett abzubauen. Für die Gewichtszunahme ist es immer sinnvoll, eine Eiweißquelle zu essen für die Muskelzelle. Das heißt, was macht man jetzt damit? Wenn ich weiß, das Brot ist nicht so gut, dann kann man, wenn man es geschmacklich mag und die Option es zulässt, weniger Brot essen. Ich kann das Fleisch, sieht man hier jetzt nicht ganz so doll, aber das Fleisch, was hier drin ist, ist ja eine Eiweißquelle. Und an der Stelle kann man, wenn man die Option hat und wenn man selber auch darauf verzichten kann, kann man sagen, man nimmt keine Teigtasche, sondern vielleicht auf den Teller und das Gyrosfleisch und sozusagen das Gemüse dazu, gibt es ja auch manchmal noch Tomate und solche Sachen, dass man sozusagen, es gibt ja auch diese Boxen, wo ich dann das Gyrosfleisch reinmachen kann und an der Stelle kann ich tatsächlich das Brot sparen, ne? Wenn ich denn die Möglichkeit habe und wenn ich mich selber dazu entscheide. Das heißt, ich kann den Blutzuckeranstieg verhindern, in dem Moment, wo ich das
Dönerfleisch esse, weil da habe ich eine Eiweißquelle drin und das Fleisch macht eben keinen Insulinanstieg. Die Gemüsequelle, also das Fleisch ist eine Eiweißquelle und das Gemüse, da ist ja meistens Kraut drin, es gibt ja auch manchmal Tomate, Gurke, manchmal kann man die Taschen ja auch noch mixen, dann gibt es ja noch Tzatziki, Kräuterquark, je nachdem, was man für Soße hat, habe ich auch wieder Eiweißquelle und an der Stelle sind es also am Ende die Kohlenhydrate. Für die Mutter mit der Diabetesdiagnose, mit der veränderten Zuckergeschichte, ist man auch vorsichtiger mit dem Brot, weil es einfach schneller den Zucker ansteigen lässt. Und für den Sohn, der Gewichtszunahme machen soll, wäre die Eiweißquelle auch sinnvoll. Das heißt, wir haben dann gemeinsam geguckt, was für die Familienmitglieder möglich ist. Und die haben alle gesagt, nee, das Brot brauchen wir nicht unbedingt, sondern die haben gesagt, nee, dann können wir auch ins Restaurant gehen, wenn wir die Möglichkeit haben. Und bei dem Lieblingsgriechen, den die sowieso haben, kann man dann sozusagen die Eiweißquelle essen. Das heißt, die haben sich dann einfach Fleisch auf den Teller geben lassen und eben nicht in der Teigtasche. Wenn sie gesagt haben, dass sie unterwegs sind und wollen das in die Hand nehmen, dann haben sie sich eine oder können sie sich dann eine Box geben lassen. Und bei der Box kommt ja dann also man kann ja auch sagen, dass die Taka keine Tasche haben will. Und wir haben dann auch noch besprochen, dass keine Pommes oder kein Reis mit reinkommt oder wenn nur eine kleinere Menge, Thema Handschale voll. Weil ich dann auch bei Reis und Nudeln oder bei Pommes den Anteil an Kohlenhydraten reduzieren kann, wenn ich auch die Menge reduziere. Das heißt, zur Teigtasche zurück, so kann man damit vorgehen. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn jemand sagt, oh, so viel kann ich gar nicht essen, dann kann man sich natürlich das auch teilen. Das heißt, wenn ich automatisch weniger esse, dann habe ich ja, wenn es die Hälfte ist, eine ganze Menge 20 Würfel Zucker. Wenn ich die Hälfte habe, habe ich 10 Würfel Zucker. Und für euch, man muss für 4 Würfel Zucker eine halbe Stunde sich bewegen, damit die Energie wieder weggeht. Das heißt, wenn ich hier 20 Würfel Zucker habe, dann muss ich hier 2 Stunden Bewegung hinten ranhängen, damit ich das Brot in der Energie auch wieder wegbekomme. Ihr Lieben, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das hinkriegt. Wenn ich zum Beispiel den Döner tagsüber esse und noch mich bewege oder vielleicht noch zum Sport gehe, dann habe ich die Option, dass ich es wieder wegkriege. Ne? Egal ob Abnahme, Zunahme oder Diabetesdiagnose. Also, Menge ist entscheidend. Natürlich, für alle, die wollen, dürfen das gerne essen. Die Konsequenz, ne, ziehen wir ja alle selber und jeder darf ja für sich auch entscheiden, was er machen möchte. Also, ihr Lieben, für die, die Döner essen, wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Überlegt ein bisschen, wie ihr es für euch, für die Gesundheit gut gestalten könnt. Und meine letzte Erfahrung, ein Hoch an die Gastronomen. Ich habe ja selber Köchin gelernt und komme aus der Gastronomiebranche oder Hotelleriebranche und wir haben solche Sachen zum Teil auch hergestellt. Auf Wunsch der Kunden zum Beispiel in so einem Fünf-Sterne-Hotel gibt es auch Gäste, die dort solche Sachen bestellen. Ja? Häufig ist es so, dass ich ja auch noch eine gute Variante mit dem Gemüse machen kann. Das heißt Tomate, Gurke, auch im höheren Anteil, wenn ich zum Beispiel den Imbiss habe, die ja manchmal ihre Auslage haben und da gibt es da wirklich auch viel Gemüse. Also auch da kann man natürlich immer variieren. Fragt einfach, geht in die Kommunikation mit den Menschen vor Ort und dann könnt ihr auch euren Döner gesund gestalten. Ja? Manchmal kann man vielleicht auch eine kleinere Portion nehmen und die andere Hälfte vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt essen. So, ihr Lieben, nun wünsche ich euch viel Spaß beim Döneressen. Ich glaube, wenn man das so sieht, ist schon irgendwie auch lecker. So. Also ich mache es auch so, ich esse das Gyrosfleisch und esse sozusagen na sag schnell, den Krautsalat und wenn überhaupt dann eher eine Backkartoffel dazu. Aber ich bin da auch vorsichtiger. Wenn jemand anders in der Runde Pommes isst, kann man mal so zwei, drei mitessen, wenn das möglich ist. So kann man die Mengen eben auch reduzieren. So, ihr Lieben, ich wünsche euch was. Denkt dran, abonnieren, bloß weg, je nachdem, wo ihr mich seht. Und ich sage erstmal ganz lieben Dank und habt einen schönen Tag.